Die große, große Frage, Zellulite. Das ist keine krankhafte Erscheinung. Der eine hat sie mehr, der andere weniger. Es gibt auch hier ganz viele kleine Verfahren, die das unterstützend verbessern können. Wegzukriegen ist sie letztendlich nicht. Hier ist Beauty Williams. The Glow Must Go On. Der neue Beauty-Podcast von und mit Judith Williams. In ganz Deutschland schwört man auf ihre Expertise. Wenn es darum geht, in unserem Alter, wenn wir 50 sind, noch auszusehen vielleicht, wie wir uns fühlen, nämlich wie 30, hat sie viele, viele Tipps, die sie nicht nur den Stars und Sternchen gibt. Heute eine Frau, die nicht nur Dermatologin und Medizinerin für ästhetische Prozeduren ist, sondern auch leidenschaftliche Mama, Businesswoman, die Pferde liebt, auch ab und zu am See sitzt. Ich weiß aber nicht, wann sie das ehrlich gesagt schafft, aber gleich zwei Hautpraxen sozusagen führt. Ganz herzlich willkommen, liebe Dr. Susanne Steinkraus. Hallo, meine Liebe. Hallo. Susanne, wenn man sich das alles durchliest, da muss man ja erstmal, glaube ich, eine gute Creme haben, die gleichzeitig stark beruhigend wirkt, wenn man so ein Leben führt wie du. Zwei Praxen, zwei Kundenstämme in Hamburg, in München zu Hause, drei Kinder. Hast du irgendeinen Geheimtipp gleich am Anfang? Lass die Katze aus dem Sack. Viel Freude an dem, was man macht, um nicht zu sagen Liebe und Leidenschaft für den Beruf und für die Kinder vor allen Dingen. Das stimmt. Also Liebe und Leidenschaft ist immer ein super Rezept für alles, was man im Leben macht. Du bist nicht nur Dermatologin, sondern vieles mehr, aber lass uns mit der Dermatologie erstmal beginnen. War das ein Herzenswunsch? Hast du einfach gesagt, okay, ich will Dermatologin werden, die Haut, ich schaue den Leuten ein bisschen unter die Haut und in die Haut? Es würde jetzt so ganz schön klingen, wenn ich sagen würde, ab meiner Jugend dachte ich, ich werde begnadete Dermatologin. Nein, ehrlich gesagt, ich habe am Anfang hatte ich mit Kunst liebgeäugelt und habe ganz viel Sport gemacht und habe gedacht, diese zwei Leidenschaften, die könnte ich doch in den Beruf umwandeln. Aber wie man sieht, es kam anders. Und ich sehe jetzt aber meinen Beruf auch als Kunst und insofern, den Sport mache ich nebenher. Insofern. Passt das? Das ist wunderbar. Was ich an dir wirklich so schätze, ist, dass du extrem natürlich arbeitest in der ästhetischen Dermatologie oder Medizin. Man sieht kaum, dass etwas gemacht ist. Ist das so deine Devise? Das ist tatsächlich so, weil ich das von vornherein immer gut fand, weil ich gemacht nie geschätzt habe und der Trend geht tatsächlich total dahin, was mich sehr glücklich macht. Also auch nicht nur Deutschland, europaweit, auch weltweit ist jetzt ganz viel nur das natürliche, vitale, gesunde. Die Persönlichkeit unterstreichen und das finde ich wahnsinnig wichtig. Absolut. Und das ist vor allem auch etwas, ich meine, wir werden heute auch über Filler sprechen und über dieses und jenes. Auch übrigens gute Ratschläge in Sachen Zellulite, weil es ist Sommer und wir wollen schön straff aussehen. Bitte sei beinhart ehrlich mit mir in all diesen Prozeduren. Aber fangen wir doch mal mit der Pflege an. Aus dermatologischer Sicht. Wie viel Kosmetik ist eigentlich gut für meine Haut? Ich sag mal, ein Serum, eine gute Creme, eine gute Reinigung. Ist das erlaubt aus deiner Sicht? Absolut. Also nicht nur erlaubt, sondern auch notwendig und gewünscht. Ich sage zwar immer sehr gerne, weniger ist mehr, aber einzelne Schritte sind ganz, ganz wichtig. Und dazu gehört an erster Stelle natürlich die Reinigung abends von den, ich sage mal, Tagesumweltverschmutzungen, von aller Pflege, die möglicherweise tagsüber aufgetragen wurde. Auch natürlich von dekorativer Kosmetik. Und also ohne Reinigung darf niemand ins Bett gehen. Und dann gerne noch immer im Wechsel Peelings, auch mal Masken. Also ich mag das schon gerne und empfehle das auch. Es muss aber bitte immer, immer auf den Hauttyp abgestimmt sein. Das ist ganz wichtig. Sag mal bei der Reinigung, siehst du das bei deinen Patienten, ob einer sich reinigt oder nicht? Was sind die Zeichen, wenn man sich nicht reinigt? Also grundsätzlich machen wir sowieso bei den Patienten immer eine Hautanalyse, wo wir eben genau, also Bakterienbesiedlung, Pigmente, Gefäße etc. Das Mikrobiom? Das kannst du sehr gut erkennen, einfach durch Fluoreszenzmechanismen. Man sieht es aber der Haut tatsächlich auch so an, wenn die einfach grobporig ist, ein bisschen speckiger. Du siehst ja auch, ob jemand Verhornungen auf der Haut hat, Verkapselungen. Also 4 Wochen später mit
den richtigen Reinigungsmitteln siehst du eindeutigen Unterschied. Tatsächlich. Mhm. Also Reinigung ist beinahe wie so ein Fundament, mhm, auf das man dann aufbauen kann. Ja, und vor allem die Haut wird ja dann vorbereitet auf die dann hoffentlich richtige Pflege. Bei Reinigung, mhm, was für eine Reinigung empfiehlst du? Reinigungsmilch oder Gesichtswasser, mhm, oder Micellen, was es alles gibt. Viele sagen, ich weiß überhaupt nicht mehr, was für eine Reinigung. Oder haben 5, 6 verschiedene, wechseln jeden Tag ab. Wie ist so dein persönliches Rezept? Also ganz wichtig, mhm, Hauttyp angepasst. Das, ja, ist zwar immer die gleiche Wiederholung, aber nur so kann ich das Richtige wählen. Und dann kann das sowohl Schaum sein, es kann Gel sein, es kann Milch sein, es können Fruchtsäuren enthalten sein. Also, mhm, es gibt von bis und, mhm, ich sage, solange es auf den Hauttyp abgestimmt ist, gibt es ja nichts Falsches. Es darf nur nicht zu viel sein und wovon ich abrate, sind zu viele mechanische Peelings zum Beispiel mit diesen kleinen Körnchen, weil die einfach die Haut bei zu viel anritzen und auch reizen können. Ja. Ja. Und kleine Narben beinahe entstehen. Richtig, ne? Genau. Mhm. Also, und da dann lieber enzymatisches Peeling. Ich habe auch gar nichts gegen Micellenwasser oder Reinigungspads. Also es gibt eine Vielzahl an Anwendungen. Es muss aber in den Schritten aufeinander abgestimmt sein. Mhm. Und wie gesagt, ich wiederhole das immer wieder, auf den jeweiligen Hauttyp abgestimmt. Kann ich zu viel reinigen? Ja, auch das, weil wir haben ja eine natürliche Hautbarriere, die brauchen wir auch, also den Säureschutzmantel der Haut. Und wenn zu viel gereinigt wird, gerade, ich nehme jetzt als Beispiel immer gerne die Rosazea, also wenn jemand eine reaktionsfreudige, empfindliche Haut hat, dann muss die Reinigung ganz, ganz schonend sein, um unbedingt diese Barriereschicht zu erhalten. Etwas, worüber wenige sprechen, sind, ich sag mal, so kleine Talgpfropfen oder Milien, Unterlagerungen, beinahe vielleicht so kleine Wärzchen. Mhm. Wann treten die auf? Da rennt man ja meistens zum Dermatologen und sagt, bitte aufstechen oder abbrennen oder was mache ich, wenn ich merke, kommt das mit dem Alter? Was ist das eigentlich, was die Haut da macht? Also es kann häufig natürlich hormonell sein. Also wir wissen das ja bei den kleinen Pubertieren, wenn dann die Hormone verrückt spielen, Jungs und Mädels, und dann kommt es zu Unterlagerungen oder Verkapselungen. Das liegt einfach daran, dass quasi aus der Talgdrüse geht ja ein Gang nach oben und normalerweise wird der Talg dann abgegeben. Ja. Wenn es aber zu viel ist und wenn wir auch noch Bakterien, ein Missverhältnis haben, sozusagen, kann das nicht abfließen und dann kommt es zu einer Verstopfung des Ganzen und dann bildet sich da ein kleiner Hornpfropf. Nicht so schön, lästig, und das kann natürlich dann auch zu Entzündungen führen. Ja. Ja, und hier muss eben immer dann eine ordentliche Reinigung durchgeführt werden, und ich empfehle immer, bevor zu Hause zu viel gemacht wird, dann lieber zu einem richtig guten Kosmetiker gehen, zu einer Kosmetikerin, die dann eben entsprechende professionelle Ausreinigungen macht. Wie ist es mit kleinen Schwämmchen und Wärzchen auf der Haut? Mhm. Was mache ich da? Oder kann man die verhindern? Also wenn das tatsächlich echte, ich sag jetzt mal, Verhornungen sind oder Wärzchen, so wie du sagst, also es wird ja häufig auch umgangssprachlich der Begriff Alterswarze verwendet. Ja? Oh, also nicht so schön. Ich vermeide das den auch. Den hatte ich noch nicht gehört. Es kann nur an meinem Alter liegen, dass ich das noch nicht gehört habe. Es gibt viele Umschreibungen dafür, aber das sind tatsächlich einfach Verhornungen. Okay. Und die können entweder durch stärker konzentrierte Peelings entfernt werden. Also Retinol ist da immer eine Hilfe, reicht aber häufig nicht aus, sondern muss es halt mechanisch abgetragen werden oder aber einfach gelasert werden, damit die Haut eben wieder diese Ebenmäßigkeit erhält. Gelasert? Was für Laser gibt es, um eben so Wärzchen etc. abzutragen? Also für richtige Wärzchen brauchst du einen sogenannten abtragenden, also einen ablativen Laser. Und hier würde ich immer einen Erbium-Laser nehmen, den ich ganz zart auch einstellen kann. Also dass er eben nicht in die Tiefe der Haut eindringt, sondern wirklich nur oberflächlich ganz zart das Gewebe eindringt. Ist das so ein CO2-Laser? Nein, CO2 ist quasi ein Ticken mehr. Also der kann einfach, der hat deutlich mehr Wumms, sage ich mal. Ist ein tolles Gerät, lieben wir auch alle. Aber mit dem Erbium in fraktionierter Einstellung, sprich also nicht die ganze Fläche behandeln, sondern immer einzelne Areale auslassend, sodass du quasi wie so ein kleines Raster hast. Und das kannst du auf einer Peeling-Einstellung zum Beispiel auch machen. Also es ist ein super elegantes Gerät. Sag mal, also von der Pflege, jetzt waren wir bei der Reinigung. Nach der Reinigung, ich bin ein Fan von Serenkonzentraten, Ampullen. Ich liebe das.
Ist das richtig? Aus der Sicht einer Dermatologin, dürfen wir Seren lieben? Und welche Haut profitiert besonders von Seren? Könnte ich dir das jetzt abschlagen, ja, wenn du das nach solch einer Leidenschaft aussagst? Ja, es ist für mich wie Pudding. Nein, aber natürlich, wir lieben alle Seren. Und gerade wenn wir wissen, da sind hochkonzentrierte Wirkstoffe drin. Und wir wissen jetzt ja auch, Retinol ist eins unserer Liebsten. Also ist Vitamin A, Vitamin C, richtig verpackt, im richtigen Spender etc. pp. Also wenn alle diese Vorgaben gegeben sind, unbedingt, bin ich ein total großer Freund. Du meinst luftdicht verpackt bei Vitamin C. Und bei Vitamin C musst du vor allem auf den, UV-Lichtschutz achten. Da darf natürlich, wenn das rankommt, ist es futsch. Also, das muss ich jetzt mal hier wirklich in aller Deutlichkeit wiederholen, weil immer wenn wir Vitamin C Produkte produzieren, auch aus meiner Linie, immer dicht vor Licht und Luft. Exakt. Das ist das A und O. Und am besten in Vitamin C mit Verkapselung, weil sonst kannst du dir das Geld wirklich sparen. Sonst kannst du dir auch whatever. Whatever ins Gesicht tun. Genau, ne? Also das ist nochmal ein ganz, ganz großer Tipp. Also Vitamin C, Retinol, alles was in Seren verpackt ist, dürfen. Welche Haut sollte ein Serum verwenden? Weil letztens habe ich eine ganz entzückende Dame mich lange mit ihr unterhalten, die hat gesagt, ich habe noch nie ein Serum probiert. Da habe ich gesagt, hier, jetzt probier mal aus. Das war ein Aha-Effekt bei ihr. Sie war so begeistert. Toll. Und da habe ich gesagt, das ist so ein bisschen wie, du hast noch nie, sag ich mal, die beste Schokolade der Schweiz probiert. Mhm. Aber wenn du sie einmal probiert hast, wirst du sie nie wieder vergessen. Never ever. Ja, nein, also ohne Seren geht heute eigentlich gar nichts mehr. Nee, das gehört dazu. Also, und ich habe ja auch viele Patienten, die sagen, oh nee, ich mag nicht so gerne und nicht so viel. Und ich bin auch super pragmatisch und es muss alles möglichst schnell gehen und einfach und nicht irgendwie. Layering mag ich nicht, also viele verschiedene Dinge übereinander. Ist das zu viel für einige? Ja, weil ich muss dann irgendwann mal, viele fragen mich, naja, welches von meinen drei Seren soll ich denn jetzt zuerst nehmen? Und dann stelle ich immer die Gegenfrage, vielleicht erstmal überlegen, ob das nicht einfach zu viel ist, wenn ich drüber nachdenken muss. Also eines ist wunderbar. Ja, maximal zwei. Also selbst drei Seren, da würde selbst ich sagen, ein bisschen viel. Die Haut muss das ja auch aufnehmen können. Und es soll ja auch seine Wirkung entfalten. Deswegen sage ich ja immer, der Klassiker, du nimmst das Vitamin C morgens, das Vitamin A abends und dann kannst du noch eine Pflege drüber geben and that's it. That's it. Also absolut. Reicht. Und wenn man Lust hat, eine Ampulle. Genau. Mal am Wochenende oder sowas. Genau. Absolut. Da bin ich schon mal sehr, sehr glücklich drüber. Jetzt kommen wir zur Creme. Das ist quasi die Sahne auf dem Eis der Pflege, sage ich mal. Die schleust alles nochmal oder schützt die Haut nochmal in einer anderen Form. Was deiner Meinung nach muss eine gute Creme enthalten? Nochmal, sie muss auf den Hauttyp abgestimmt sein. Also brauche ich jetzt, hat der Anwender sozusagen ein Feuchtigkeitsbedürfnis? Hat er ein Bedürfnis nach Lipiden, also eher nach Fett? Braucht die Haut Unterstützung und Schutz? Brauche ich tatsächlich einfach nur eine leichte Pflege? Also das muss vorab gegeben sein und ansonsten kann da der eine oder andere Wirkstoff kombiniert sein, sollte sogar. Wir haben ja heute die Verfahren, das weißt du am allerbesten. Absolut, gibt es ja alles Mögliche. Richtig. Und ich bin immer Freund von Jahreszeiten abgestimmter Pflege, dass ich eben im Winter etwas reichhaltiger, im Sommer etwas leichter. Bist du auch ein Fan davon, wenn man zum Beispiel eine Nase hat mit großen Poren, dass man sagt, da weniger Creme, eher natürlich. Nur Serum? Ja. Also gesichtsarealbezogene Pflege, absolut. Gesichtsarealbezogene Pflege, das hört sich schon sehr medizinisch an. Das finde ich gut, das baue ich bei mir jetzt ein. Das ist eine Neuschöpfung. Ich sage, Frau Doktor hat gesagt, gesichtsarealbezogene Pflege. Hört sich sehr, sehr gut an. Wie sehr abhängig ist die Schönheit unserer Haut, Achtung, von unserem Alter? Gibt es schöne Haut auch in reiferem Alter? Das ist jetzt eine fast philosophische Frage, weil ich natürlich deswegen sagen würde, das liegt im Auge des Betrachters, weil ich finde, eine schöne Haut sollte gepflegt sein. Das ist das Wichtigste. Und einer meiner Wahlsprüche ist auch ganz oft zu Patienten, dass ich sage, lieber eine gepflegte Falte als ein überbehandeltes glattes Gesicht, wo ich aber genau sehe, das sind Äderchen, das sind Pigmentflecken, das sind Verhornungen auf der Haut. Also ich bin ganz großer Freund von einer gepflegten Haut, die aber ruhig die eine oder andere Falte haben darf und sogar soll. Was wieder für den natürlichen Look, für den du berühmt bist, wirklich spricht. Äderchen ist auch nochmal ein ganz großes Thema bei vielen. Ja.
kann man da überhaupt was tun? Ich meine, die blauen Äderchen, die roten Äderchen, kann man die behandeln? Natürlich, du kannst, also ich bin ja ganz großer Freund von schichtenweiser Behandlung der Haut sozusagen. Ui. Von außen nach innen oder wie auch immer. Also ich sage immer, das ist wie beim Hausbau oder wie bei der Geschenkverpackung. Du hast quasi ein Gerüst, du hast alle Füllmaterialien und dann hast du natürlich das Dekor. Ja. Und wenn du von außen nach innen gehst, dann liegen natürlich die Gefäße etwas tiefer. Das heißt, ich habe Schwierigkeiten mit externer, also Cremeseren, dorthin zu gelangen. Ja. Es gibt Cremes in medizinischer Form, die dazu führen, dass es zu einer Vasokonstriktion kommt, also zu einem Zusammenziehen der Gefäße. Ui. Das ist aber nur temporär, also vorübergehend. Ah, okay. Aber natürlich können wir die Gefäße lasern. Mm. Das machen wir auch mit ganz großer Begeisterung. Wirklich? Macht super, super Ergebnisse. Aber, großes Aber, es ist auch, ich sage mal, temporär für ein, zwei Jahre. Ja, weil die Haut ist schlau und wenn jetzt jemand eine Neigung zur Gefäßneubildung hat, dann kommt das halt immer mal wieder so ein bisschen. Aber ich sage immer, gerade eine Rosazea zum Beispiel, die ja dazu neigen, diese Gefäße zu entwickeln, die ist managebar. Die ist nicht komplett heilbar, aber du kannst das ganz toll mit entsprechender Pflege und eben Lasertherapie gut hinkriegen. Du merkst schon die Themen, die ich heute anspreche, Stichwort Alterswarze, haben eher was damit zu tun, ich sag mal, Hautalter 50 aufwärts. Mhm. Wir alle wissen, das heutige 50 ist eigentlich wie eine 30-Jährige. Mhm. Wir haben heute Methoden, ob es die Pflege ist, ob es Filler, ob es Resurfacing der Haut ist, die vielen verschiedenen Technologien, dass die 50-Jährige ruhig eine Haut haben kann, wie vielleicht annähernd mit 30. Welche Behandlungen siehst du als lohnenswert an, dass man immer noch seinen Typ behält, ohne große, ich meine, ein Lifting ist nochmal eine andere Sache, aber was kann ich beim Dermatologen, bei der Dermatologin machen lassen, damit meine Haut diese jugendliche Ausstrahlung hat und ich meine jetzt nicht ein Gesicht, das ich nicht mehr bewegen kann, sondern wirklich dieses, was du gerade gesagt hast, diese gepflegte Haut, diese Frische, diese Knackigkeit. Dazu müsste ich jetzt ganz weit ausholen. Oh. Nein, ich fasse das knackig zusammen. Ja, gerne. Wichtig ist, rechtzeitig anzufangen. Okay. Wichtig ist, jede Schicht der Haut zu respektieren und auch zu beachten in der Behandlung, weil nur dann gibt es ein harmonisches und auch natürliches Ergebnis. Mhm. Immer wenn ich nur eine Sache mache, sprich, ich schränke die Beweglichkeit der Muskulatur ein. Also nur Botox. Richtig. Oder ich behandle nur ein Areal im Gesicht, weil die Patienten ja häufig mit dem Wunsch auf ein Areal zu uns kommen. Augenringe oder viele kommen auch, wollen nur die Lippe behandelt haben. Ja. Das lehne ich total ab. Bei mir gibt es nur Behandlungskonzepte. Also immer nur das Gesamtpaket, die Kombinationsbehandlung und das ist am Ende auch die hohe Kunst. Das heißt, aus dem gesamten Pool an Behandlungsmöglichkeiten, und der ist wirklich groß inzwischen, muss ich eine Kombinationstherapie wählen, die meistens auch nicht mit einer einmaligen Behandlung abgeschlossen ist, sondern ich sage dem Patienten, wir sehen uns jetzt bestimmt 3-4 Monate. Deswegen, wir müssen uns auch mögen, das muss funktionieren. Also wir sprechen immer die erst gleiche ganz Vorstellung. Viel. Richtig, ja, und das muss irgendwo eine gleiche Schwingung sein, dass man sagt, wir gehen jetzt einen gemeinsamen Weg und dann kann ich beginnen, wenn wir jetzt von 30 auf oder von 50 auf 30 wollen, andersrum, zu sagen, wir gucken uns die Pflege an. Wie weit ist der oder diejenige bereit, zu Hause ein Programm zu machen? Gegebenenfalls alle 4 bis 6 Wochen zur Kosmetik zu kommen, verschiedene apparative Verfahren zu machen. Und das reicht wirklich von, ich sag's mal, Jet Peel, Hydrofacial Peelings, über Needling-Verfahren, Radiofrequenz-Needling. Ja. Das sind alles Dinge, die noch nicht mal der Arzt macht. Ja? Und dann komme ich und sage, jetzt gucken wir uns mal die hyperaktive Mimik an. Wir gucken, wo sind die Falten, und zwar nicht nur die Zornesfalte oder die Krähenfüßchen, sondern auch im gesamten unteren Gesichtsbereich behandeln wir ja mittlerweile mit Botox. Wir schauen uns Hals an. Richtig, Hals, das Platysma zum Beispiel. Genau. Ja, also das liebe ich auch sehr, wenn man das einfach entspannt. Mhm. Ja. Das Kinn, Mundwinkel, die Kaumuskulatur. Ja. Dann können wir mit verschiedenen Füllsubstanzen arbeiten. Du hast ja vorhin Hyaluron schon erwähnt. Mhm. Wir haben aber auch Calciumhydroxylapatit. Jetzt momentan die Polymilchsäure ist ein totaler Trend. Alles geht in Richtung Biostimulisation. Komme ich später noch drauf zurück. Also einfach eine Aktivierung der körpereigenen Kollagenneusynthese. Ja. Und all das muss miteinander harmonisieren. Und dann haben wir noch die Laserverfahren. Also du siehst, es gibt ganz, ganz viel. Ja. Aber, ich liebe das Wort aber. Ja. Schritt für Schritt und kleine Schritte.
Wir gehen nie große Schritte, sondern wir machen Basisbehandlungen, wir machen immer ein Touch-up, immer, am liebsten alle 4 bis 6 Wochen ja. möchte meine Patienten sehen, wenn es zeitlich möglich ist, genau. wenn es mit dem Job auch passt, das muss man ja auch immer gucken. Es gibt ja leider auch immer kleine Nebenwirkungen. Also, und so legen wir uns dann einen Plan zurecht, wo die Aussage ganz realistisch ist, 50 auf 30, aber dazu brauchen wir Zeit, wir müssen das Ganze aufeinander abstimmen und es ist auch ein gewisses Commitment von demjenigen, der sagt, okay, ich möchte jetzt auch meinen Lifestyle anpassen, ja. sprich, wenn jetzt jemand viel rauchen sollte, viel unterwegs ist, gerne mal ja. ein Gläschen trinkt. Ja. Oder dann, zwei. Ja, viel in die Sonne geht. Ja. Wenig Sport macht, also ich sage jetzt all die Negativen, also das muss alles, das bespreche ich alles mit, die Ernährung muss darauf abgestimmt sein, also da bin ich ziemlich pestig, sage ich mal. Ja? Also, weil strikt, streng. Ja, es bringt nichts, ja? viel, eine Sache. Viel Geld und Aufwand in Behandlungen zu stecken, wenn das andere überhaupt nicht beachtet wird, weil auch dann ist das Ergebnis einfach wieder unzufriedenstellend. Ich höre da schon raus, es ist ein ganzheitliches Konzept, was ich sehr klug finde, was ich auch schön finde, weil du bist nicht nur, sage ich mal, hervorragend, wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt tatsächlich einen Filler, sondern du siehst den Menschen als Ganzes, du schaust ihre Haltung an oder seine Haltung, du guckst genau, wo können wir da noch ein bisschen mehr Dynamik, sage ich mal, reinbringen. Und du hast eben Sport erwähnt. Das ist mir sofort in mein Öhrchen geklingelt. Sport und Muskulatur ist ganz, ganz wichtig für eine jugendliche Ausstrahlung. Würdest du das unterschreiben und was würdest du ab 50 empfehlen? Also erstens ja sofort. So, nicht nur warten, bis du 50 bist? Nein, weil das macht einfach ganz viel mit dem Körperbewusstsein. Ja. Also allein beim Aufstehen, wenn ich mich bewege, wenn ich weiß, wie ich meine Muskulatur aktiviere, welche Areale ich im Körper überhaupt spüre. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, auch Face-Yoga ist eine ganz tolle Methode. Oh, Face-Yoga, habe ich schon mal gehört. Hast du eine Übung für mich? Du kannst, nein, ich kann das ehrlich gesagt nicht, sieht ziemlich dämlich aus. Aber doch, macht nichts. Du kannst doch. Du kannst die Wangen zur Entspannung aufpassen. Du kannst wirklich hier, du kannst den Mund trainieren. Du kannst hier die Platys mal trainieren, wenn du das musst, ja, um das Doppelkinn zu reduzieren. Ja. Also ganz viel bei Face Yoga ist aber auch Entspannungsmethoden, ist Lymphdrainage. Du kennst ja auch Guasha-Stein, weißt du, all diese Geschichten. Guasha bin ich ja verrückt drauf. Richtig, genau diese Sachen. Das ist ja schon, da könnte ich ja den ganzen Tag mit diesem Stein da sitzen. Und wir haben vor einigen Jahren, haben wir das so ein bisschen aufgebracht, zwar zu Corona-Zeiten. Da weiß ich noch, da haben alle so ein bisschen gelächelt. Da haben gesagt, schwierig und jetzt ist es der totale Trend. Der Hype. Wie immer, natürlich eher aus USA. Aber ich sag, das ist wie mit dem Körper. Ja? Und dann war, was auch eine spannende Frage ist, immer der Einwand, ja, aber kann ich das denn mit Botox und Filler? Sag ich, ja, logisch. Ja. Passt doch trotzdem alles zusammen. Das, was hyperaktiv ist, das kann ich ein bisschen einschränken, ein bisschen schwächen. Anderes kann ich auftrainieren. Ja. Also, wer das kann, das muss man ja auch dazu sagen, das können nicht alle und man braucht auch Zeit und Muse. Darin bin ich persönlich zum Beispiel jetzt eher schlecht, muss ich sagen. Ja. Also ich habe da einfach nicht so die Geduld dazu. Ja. Ja? Aber ich finde es total super. Ja? Also du machst eigentlich jetzt schon in Deutschland etwas, was in Amerika oder in anderen Ländern gang und gäbe ist. Man sucht sich quasi einen Dermatologen, der einen begleitet. Das heißt, du sagst, mein Ziel ist das und das und das. Genau. Und man sieht es eigentlich ganzheitlicher. Siehst du, ist der Trend in Deutschland, kommt der langsam an oder bist du da schon, sag ich mal, so eine einzelne Vorreiterin? Nee, ich glaube wirklich, das kommt an. Es ist ganz spannend, auf den letzten Kongressen war neben den klassisch ästhetischen Behandlungen und Vorlesungen etc. pp. Plötzlich die Kombination auch der Firmen dann, der Akne, der Rosacea, all dieser Geschichten, wo ich immer auch gesagt habe, wenn jetzt doch eine Patientin zu mir kommt, die schlechte Haut hat, kommt aber eigentlich und möchte sich jetzt klassischerweise die Lippen behandeln lassen, dann muss ich sie doch auf ihre Haut ansprechen und sagen, also, das ist jetzt mir das erste Anliegen, dass sie ein gesundes Hautbild hat, dass die Haut strahlt und erst dann würde ich jetzt eine Lippe behandeln. Schon, ne? Also das ist so, so ein Gespür, oder wenn jetzt eine ältere Patientin kommt und möchte auch eine ästhetische Behandlung, dann frage ich grundsätzlich, wann waren Sie bei der letzten Hautkrebsvorsorge, welchen Sonnenschutz, Lichtschutzfaktor verwenden Sie, wir müssen sowieso grundsätzlich immer abschminken, der eine oder andere Hautkrebs wurde genau dabei entdeckt. Und das finde ich so wichtig, dass das eben
nicht nur auf die Ästhetik geht, sondern eben auch dieses Ganzheitliche, was wir gerade gesprochen haben. Und ja. Ich spreche die Patienten auch an. Ich bin da manchmal auch uncharmant und sage, waren ihre Haare schon immer so? Oder ne? Ja. Und dann, die meisten sind so dankbar, die würden es vielleicht selber gar nicht ansprechen. Sagen, Mensch, irgendwie Hormone und die Haare werden dünner und gerade alles doof. Und dann schicke ich die zur Hormonspezialistin. Das kann ich gar nicht. Ja? Also, ne? Aber das ist so wichtig, dass ich nicht einfach nur drauf zubehandle, sondern sage, wo steht derjenige gerade im Leben? Genau. Was ist zum Beispiel mit den Hormonen? Was mit der Ernährung? Was macht der Job? Stress? Whatever? Rauchen? All diese Geschichten, das ist so, so wichtig. Weil wenn diese Faktoren nicht stimmen, dann ist das andere alles immer nur oberflächlich irgendwie korrigiert und nicht nachhaltig. Was sind deiner Meinung nach die drei größten No-Gos für die Haut, für den Körper? Rauchen, Sonne und wenig Pflege. Unterschreibe ich auch, würde ich auch sagen. Mhm. Wird vielleicht Sonne an erster Stelle, genau. Oder noch davor? Ich würde genau Sonne. Ja. Ja. Ungesunder Lifestyle im Allgemeinen sozusagen. Es ist so, ja. Und ich meine, manchmal höre ich auch sehr kritische Stimmen, die dann sagen, ja, also man muss ja da nicht so apostelig da unterwegs sein und man muss ja auch genießen. Und genießen, ja, finde ich auch, aber mittlerweile mit der Lebenserfahrung, die ich in meinem Alter habe, und du siehst, alles, jeder kleinste Schritt, und ich finde, das passt nämlich gut zur Dermatologie und das passt auch gut in die Hautpflege und zu deinem ganzheitlichen Konzept. Jeder kleinste Schritt ist in Summe in der Wiederholung eine riesige Bewegung, oder? Exakt. Und zwar sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Ja? Du sagst also, ob jemand dann anfängt, Sport zu machen. Und es ist doch vollkommen egal, was. Also darüber haben wir gerade vorhin gesprochen, ob das jetzt jemand ist, der joggen geht oder Radfahren oder Yoga oder einfach nur ein paar Entspannungsübungen macht. Jeder sagt, er merkt eine Änderung des Wohlbefindens. Unbedingt. Gleiches gilt mit der Pflege. Ja. Und gleiches gilt aber eben auch andersrum, wenn die Patienten sagen, oh, die letzten paar Wochen habe ich aber echt geschlampert in der Pflege. Oder irgendwie, ich habe, es waren 1000 Feiern. Oder irgendwie, ich kleiner Rückfall, ich habe jetzt doch wieder irgendwie gerne mit geraucht oder whatever. Ja. Du siehst das sofort. Du siehst es sofort. Ja, es ist leider ist es wirklich so. Nochmal ganz kurz zum Sport. Was für einen Sport empfiehlst du? Eher Joggen oder eher Krafttraining? Beides. Mm. Krafttraining ist bei vielen unterschätzt, sage ich mal, weil alle immer denken, ich muss Cardio machen, ich muss Fett verbrennen etc. Genau. Totaler Quatsch, weil du hast natürlich beim richtigen Krafttraining, auch das muss wirklich individuell auf denjenigen abgestimmt sein, weil du kannst ja Haltungsschäden haben, du hast Fehlbelastungen, all diese Geschichten. Ich würde mir da immer jemanden nehmen, der mich professionell berät, der mit mir dann die richtigen Übungen macht und da verbrennst du genauso Fett und du hast eine Festigung und du hast halt auch eine Straffung des Gewebes. Ja. Beim Laufen, was ich liebe, also wirklich, ich bin ein totaler Laufjunkie, aber du hast natürlich eine Belastung der Gelenke, du hast eine einseitige Belastung so oder so, du hast eine Verkürzung der Muskulatur, das heißt zum Laufen auch immer dehnen, automatisch, wer das nicht tut, ist irgendwann ganz verkürzt und hat andere Problematiken wieder. Es geht natürlich auf die Wirbelsäule, du musst da wirklich auf die Haltung achten, deswegen auch da. Am allerliebsten Kombisport. Kombi. Also Laufen, Radfahren, Schwimmen, Yoga. Immer wieder raus. Anpassung individuell und Kombination. Die große, große Frage jetzt im Sommer. Alle wollen ihren Badeanzug, ihren Bikini etc. anziehen. Zellulite. Also, in der Recherche, es gibt 1000 unterschiedliche Behandlungen mittlerweile von Maschinen, die irgendwie die Fasern durchschneiden sollen. Fettabsaugung, sag ich mal, steht noch auf dem anderen, ist das Drastischste vielleicht. Aber gibt es irgendwelche Methoden, Lasern, irgendetwas, was du in deiner langjährigen Erfahrung gesehen hast, wo du sagst, ja, das wirkt richtig in kürzester Zeit. In ein paar Tagen hast du keine Zellulite mehr. Bitte sag ja. Du hast es jetzt schon so plakativ angekündigt. Bitte sag ja. Ich kann nicht. Nein, doch. Nein, auch hier ist es so. Ganz wichtig ist mir einfach wirklich auch hervorzuheben, dass die Gewebestruktur, die letztendlich als Zellulite bezeichnet ist, das ist eigentlich die uns Frauen eigen ist. Also ich sage jetzt nicht, dass man die deswegen besonders lieb haben muss. Das macht sie nicht schöner. Nicht, nein. Nein, aber es ist einfach, also es ist keine krankhafte Erscheinung. Der eine hat sie mehr, der andere weniger. Es gibt auch hier ganz viele kleine Verfahren, die das unterstützend verbessern können.
wegzukriegen ist sie letztendlich nicht. Mhm. Selbst durch Verfahren wie diese sogenannten Subzisionen, das wurde auch, es ist ja viel auch immer Marketing der Firmen, dann wird irgendein Gerät hingestellt, wo ich sage, das macht genau das, was ich auch manuell machen kann. Ja. Dadurch trenne ich gewisse Gewebe, Einziehungen, die letztendlich aber die gesunde Struktur sind. Ausmachen, ja. Je mehr Fettgewebe die Frau hat, desto stärker tritt das hervor. Deswegen ist natürlich auch die langweilige Aussage, Mädels und Damen, achtet auf euer Körpergewicht. Guckt, dass das alles trainiert wird sozusagen, dass wir auch nicht verstärkt wieder Sport? Sport, natürlich Massage. Es gibt ganz tolle Lymphdrainage. Ja. Mhm. Es gibt auch diese Roller, die man machen kann. Also das ist natürlich alles etwas, wenn ich jetzt alles von Haut, Körper etc., Zellulite beachten würde, dann sind wir eigentlich den ganzen lieben Tag ganz schön beschäftigt. Also, ich wollte gerade sagen, um Himmels Willen, ich muss um 4 Uhr morgens aufstehen, trockenbürsten. So. Gott sei Dank nicht, nur ab und zu, wenn es sein muss. Ja, aber sag mal, trockenbürsten, das finde ich ist etwas, was, also ich liebe diese Trockenbürste. Super. Ist schon gut, ne? Klar, du hast eine Durchblutungsförderung. Ja. Das meine ich, oft liegt es ja in den ganz einfachen Methoden. Ja? Ja. Trockenbürsten, du kannst Wechselduschen machen, all diese Sachen. Super. Dann kommt wieder die langweilige Aussage, gesund ernähren. Also wenig Zucker. Punkt. Genau. Okay. All das, was eigentlich seit Jahren, fast Jahrzehnten feststeht. Ja. Klingt furchtbar langweilig und ist halt auch ein bisschen anstrengend, aber ich sage immer, wer möchte, bin ich jetzt wieder strikter, der muss halt auch seinen Hintern hochkriegen und ein bisschen was dafür tun. Das finde ich so schön, dass du es einfach mal so sagst, wie es ist, weil das braucht doch jeder, so eine Sister, die sagt, du, also sorry, es ist halt einfach so, du kannst ja halt die teure Prozedur und dass du das als Dermatologin auch noch so, sage ich mal, so ganz ehrlich sagst und nicht sagst, ich verkaufe dir jetzt XY, sondern sagst einmal Po hoch und los geht's. Aber das ist eben ganz, ganz wichtig, weil auch das wird uns ja suggeriert, dass es immer wieder irgendeine Methode gibt, die dann, so wie du gerade gesagt hast, am besten irgendwie im Abstand von 3-4 Wochen und dann haben wir ein Ziel, du hast es gesagt, in 4 Tagen, aber nein, in einiger Zeit sozusagen das Problem behebt. Das ist einfach nicht drin. Ist unrealistisch, ne? Aber so ein halbes Jahr guten Sport. Wunderbar. Wunderbar. Großartig. Jeden Tag Trockenbürsten. Exakt. Eine gute Pflege kann optisch schon auch ein bisschen glätten, oder? Das kriegt man wirklich gut hin. Und was zum Beispiel wo Studien auch nachweisen, dass es hilft, ist zum Beispiel sind koffeinhaltige Externer, das ist auch eins meiner Lieblingsworte, wie auch immer du das dann aufträgst, aber nimm es als Bodylotion. Gibt es inzwischen überall. Ja. Absolut. Das kannst du machen. Und weißt du, wo ich wirklich verrückt bin? Jetzt bin ich mal gespannt, was du davon hältst. Es gibt Cremes, die machen das Bein ganz heiß. Ich finde das mega. Das ist großartig. Ganz ehrlich, also, da musst du unfassbar aufpassen, wo du deine Hände hinbewegst. Also niemals nie anschließend ins Gesicht fassen. Ich habe einmal aus Versehen ins Gesicht. Ich sah aus. Hölle. Ja. Aber ich sag's dir, meine Haut war prall im Gesicht. Das glaubst du aber nicht. Ich war versucht, es nochmal zu tun. Das sind die klassischen Fails, die aber viel wirken. Nee, man darf nicht im Gesicht, aber diese Hitze am also ich bin ja wirklich ein Junkie von Antizellulite-Cremes und bilde mir ein, sie helfen wirklich auch, aber ohne Sport bin ich nicht so ein Fan. Aber genau die richtige Aussage, eben wie das sagt, nicht nur das eine, sondern mach doch einfach viele Schritte. Und dann ist das Gesamtergebnis am Ende das Allerbeste. Das ist so unglaublich wichtig. Gibt es eine Faustregel gegen Hautalterung eigentlich? Was ist so quasi, sag ich mal, für eine junge Frau, die jetzt zuhört, vielleicht in der Pubertät ist, die sind ja mittlerweile, du hast ja auch Töchter in diesem Alter. Was mir auffällt, die sind ja am Cremen und am Machen und haben ja jedes Produkt. Wo ich denke, was macht die da? Die ist 15. Die braucht meine Routine. Ja, Ich brauche die mit 15. Alles klar. Was machen die mit 50? Was glaubst du? Die werden auch nicht viel mehr anders machen. Nee, die lernen jetzt so unfassbar viel. Die saugen das ja alles auf. Aus allen Kanälen wird ihnen ja auch irgendwie vorgeschlagen. Jetzt Hautreinigung, Massage, Gua Sha und ich weiß nicht was. Die brauchen das ja alles noch gar nicht. Aber die sind dann bis dahin trainiert. Die sind dann bereit, das alles normal zu machen. Meine Tochter. Für ihre Durchblutung. 1,5 Stunden. Und Beauty Routine. Deine auch? 1,5 Stunden. Ich glaube, da würde ich nicht darum machen. Ich klopfe immer am Bad und komme nicht rein.
Das sind bestimmt die Haare dann auch noch dabei, das Frisieren. Ich glaube, und so wahrscheinlich noch ein Nägel lackieren ja, oder so. Ja, ja, das ist alles dabei. Ja. Aber ich glaube tatsächlich, die sind einfach von vornherein ja auch viel bewusster mit allem. Du merkst das mit der Ernährung, du merkst, also was da alles von außen kommt, was man jetzt ja auch wieder in Frage stellen kann. Also ich bin da sehr viel unbeschwerter groß geworden. Also keine Ahnung, wann ich damit überhaupt angefangen habe. Aber sie wissen, was gut und richtig ist. Sie probieren natürlich auch das eine oder andere aus. Also ich weiß auch nicht, ob bei euch in der Küche schon mal Aloe Vera selbst hergestellt wurde. Irgendwelche schleimigen Masken dann rumstanden. Masken stehen herum. Sagst du, wer soll da Zeug ins Gesicht schmieren? Ja, ich fand es doch nicht so gut. Okay, wohin damit? Genau das. Aber am Ende, glaube ich, filtert sich das. Und das ist dann ganz vernünftig. Also ich sage bei den Jungen wirklich ausdrücklich, weniger ist mehr. Ja, ganz, ganz wichtig, weil die können schon ihre Haut überpflegen und dann nehmen die auch irgendwie Anti-Aging-Sachen mit 15, nur weil das irgendwie tolle Verpackung toll riecht oder weiß ich nicht, wer es da empfohlen hat. Aber da muss man echt aufpassen. Oder wenn die dann schon anfangen, ihre Augen zu cremen, weil da ja irgendwie ein Schatten oder ich brauche Feuchtigkeit. Da bin ich echt restriktiv, um es vorsichtig auszudrücken. Aber es ist ein Bewusstsein da und was ich ganz wichtig finde, die nehmen jetzt schon alle Sonnenschutz. Und das ist stimmt. Das A und O. Das und zwar stimmt. Schon in der normalen Pflege oder was ich ja liebe, ist einfach eine getönte Sonnencreme. Absolut. Und dann sind die happy, gehen raus und das unterstütze ich total. Und ich war ganz überrascht, dass unsere 16-Jährige sagte, Mama, ich muss jetzt von dir da das Vitamin C und dann den Magic Wonder Balm, weil da ist Lichtschutzfaktor 30 drin. Ja, super. Sag ich, oh, guck mal da, die 16-Jährige, Lichtschutzfaktor 30. Das fand ich erstaunlich. Ja, und ich finde, das ist ganz wichtig, du erreichst die Jugendlichen über den Spaßfaktor, richtig, nicht über den Zeigefinger. Sehr dass gut. Du sagst, du musst dich cremen, du musst, das machen die nämlich gar nicht, sondern der Spaßfaktor, mach irgendwas rein, was Glow und Glitzer und I don't know, und dann ist das und dann ist das gut. Am ganzen Körper wunderbar. Also ich finde deinen ganzheitlichen Ansatz einfach ganz fantastisch und man hat gleich Lust, so ein bisschen auf seinen Körper zu achten, vielleicht ein paar Dehnungsübungen zu machen jeden Morgen, wenn man aufsteht, ein bisschen schneller zu spazieren, ein bisschen mehr, ich sag mal, die Flaschen, die man einkauft zum Trinken, eher zu tragen und zu stemmen vielleicht als Gewichtshanteln zu verwenden, so mit Kraftsport und gleichzeitig zu sagen, die ein oder andere schöne Beauty-Behandlung, die mir gut tut, die gönne ich mir, aber ansonsten kümmere ich mich um innen auch. Genau, innen und außen. Ist das das richtige Schlusswort? Das ist ein wunderbares Schlusswort und genau richtig ausgedrückt. Du kannst nicht nur an der Hülle arbeiten, weil wenn es innen drin nicht stimmt, dann hilft der Rest leider auch nichts. Wunderbar, wunderbar. Liebe Frau Dr. Steinkraus, ich danke Ihnen für dieses wunderbare Gespräch, für alle deine tollen Tipps und wünsche dir weiterhin ganz, ganz viel Erfolg. Und liebe Mädels, in der Pubertät nicht zu früh zu viel pflegen, bitte. Frau Dr. Steinkraus hat gesagt, it's too much. Und bleibt beim Lichtschutzfaktor. Hervorragend, super. Danke, Judith. Ich würde sagen, dann bis zum nächsten Mal. Mehr zum Podcast und zu Judith Williams findet ihr auf judithwilliams.com. Beauty Williams. The glow must go on. Ein Podcast von All Years on You.